Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu den FIFA 17 Squad Building Challenges. Wir haben mal wieder eine neue Langzeit-Challenge. Und zwar gibt es wieder die Hybrid-Nationen und die Hybrid-Ligen im Angebot. Die laufen jeweils 41 Tage und wir haben die Chance, die jetzt wieder zu machen. Die gab es ja schon mal von Anfang an, von FIFA 17 gab es die. Und die hatten wir relativ schnell gemacht und jetzt können wir sie wieder machen. Ist relativ ähnlich aufgebaut wie die davor. Es gibt für die Gesamtchallenge 5000 Münzen und ein Premium-Goldspieler-Set bei den Hybrid-Nationen und die werden wir dann auch gleich mal machen. Und zwar habe ich das ein bisschen aufgeteilt in Viererbande, Sixpack, Achterparty und 10 Nationen-Hybrid. Die werden wir jetzt alle in diesem Video machen. Ihr könnt gerne mal drunter schreiben, ob ich die beim nächsten Mal dann, wenn wir die Hybrid-Ligen machen, einzeln machen soll oder ob wir die wieder alle zusammen in einem Video machen. Dann dauert es vielleicht nicht ganz so lang, ist ein bisschen schneller. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal alle vier in diesem Video und zeige euch einfach mal die Mannschaften, die wir da gebaut haben. Für die Viererbande brauchen wir genau vier Nationalitäten und maximal vier Spieler mit derselben Nationalität. Eine mindestens 77er Gesamtwertung, mindestens vier seltene Spieler und eine Teamchemie von mindestens 70. Dafür bekommen wir ein Premium-Goldspieler-Set. Und dann schauen wir mal, was ich hier zusammengebaut habe. Und zwar ist es eine Mannschaft, die wir gemischt haben aus französischen Spielern, drei Bundesligaspielern und ein paar Argentiniern. Und wenn ihr die Spieler hier so kaufen würdet, wie sie hier zu sehen sind, würdet ihr auf, wenn ich den Chemiebonus abziehe, den ich hier auf den Spielern habe, würdet ihr auf 78 Chemie kommen. Man braucht hier nur mindestens 70. Das heißt, die könntet ihr theoretisch direkt so nachbauen und das würde funktionieren. Ist auch, denke ich, nicht allzu teuer. Unsere vier seltenen Spieler sind dieser Bronzespieler hier, die zwei goldenen Verteidiger, der De Mayo und der Kolejciak oder wie auch immer man den ausspricht, und der Alex Meyer im Sturm. Und da haben wir auch zusätzlich noch den Ismael Sosa, den bräuchten wir jetzt nicht unbedingt, könnten wir auch einen nicht seltenen Argentinier nehmen. Dafür bekommen wir ein Premium-Goldspieler-Set, also eigentlich ganz gut. Das nehmen wir dann auch gleich mal, schicken die Mannschaft weg und gehen direkt mal weiter zur nächsten Challenge Sixpack. Tausche ein Team mit sechs Nationen und sechs seltenen Spielern. Mal schauen, was wir dort machen müssen. Ich sehe gerade, ich habe hier meinen Innenverteidiger gerade weggeschickt, den ich hier gebraucht hätte. Deswegen würde ich sagen, kaufe ich den einfach nochmal schnell nach und wir sehen uns gleich. So, ich habe den Spieler nachgekauft, wir sind wieder zurück und ihr seht schon, wir haben alle Kriterien erfüllt. Wir haben genau sechs Nationen, nämlich Holland mit Sillessen und mit diesem ZM hier, der überhaupt keine Verbindung hat. Martin De Roon, dann haben wir zwei Franzosen, das ist Kolodziejczak hier und Samir Nasri. Habe ich jetzt nochmal die Seiten getauscht, da ist die Chemie dann gleich mal um 5 hochgegangen. Ist mir gerade erst aufgefallen. Und dann haben wir, also das ist unsere zweite Nation, dann haben wir zwei Brasilianer in der Innenverteidigung, einmal den Santos und einmal den Sydney. Dann rechts haben wir einen Spieler aus Kolumbien, den aus Kolumbien, aus Chile natürlich, den Puig, Edson Puig, und Orellana als rechter Flügel, im Sturm Iago Aspas und links Castillejo, der hat mich 1000 Coins gekostet. Und als ZM haben wir noch Boateng von, oder aus Ghana, der auch in der spanischen Liga spielt. Damit haben wir genau sechs seltene Spieler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Und die Chemie ist natürlich auch ausreichend. Also wenn ihr die Mannschaft nachkauft, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler mit Loyalität, kommt ihr auf 86 und es ist immer noch 6 mehr, als ihr eigentlich bräuchtet. Und die Mannschaft ist auch, denke ich, nicht zu teuer. Deswegen schicken wir die weg, bekommen ein Prime-Goldspieler-Set, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist ein 45k-Pack. Richtig gut. Und was bekommen wir hierfür? 2000 Münzen und ein zwei seltene Goldspieler-Set. Also das ist nicht so berauschend dafür, dass man hier acht seltene Spieler einschicken muss. Und auch hier habe ich wieder einen Spieler gerade verschickt, den wir hier gebraucht hätten. Mal schauen, wer es war. 1, 2, 3,
4, 5, 6 seltene Spieler. Wir brauchen mindestens 8. Also habe ich wieder einen seltenen Goldspieler hier verschickt. Mal schauen, ob ich da noch einen im Verein habe. Wir brauchen auf jeden Fall einen Innenverteidiger und dürfen die Nationen natürlich nicht unterschreiten. Ich glaube, da hatte ich auch den Kolodziejczak drin, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich schaue einfach mal, ob ich noch eine andere Alternative habe, die ich hier verwenden kann. Wir haben ja ein paar seltene Spieler im Verein. Schauen wir einfach mal, wenn ich hier den Zoomer verwenden würde, würde es gehen. Das heißt, wir bräuchten einen französischen Innenverteidiger am besten. Mal schauen, ob ich da noch einen im Verein habe. Wenn nicht, kaufen wir einfach wieder einen. Genau, das mache ich jetzt einfach mal schnell. Da schauen wir gleich mal direkt auf den Transfermarkt, ob wir hier mal einen günstigen finden. Da war gerade einer für 1200. Ja, nehmen wir einfach den für 1200. Ist jetzt total egal eigentlich. Den nehmen wir, kommen wir auf 89 Kimi. Haben hier natürlich einiges an Loyalität verbaut in der Mannschaft. Das heißt, wir brauchen ja mindestens 88 Chemie, dass das so nicht funktionieren würde, wenn ihr die jetzt nachbaut. Da müsstet ihr dann drauf achten, dass ihr eine komplette Serie A-Mannschaft baut am besten. Das ist, denke ich, am einfachsten. Dann auf die Nationen natürlich achten und dann sollte die Challenge auch ohne Loyalität locker machbar sein. Einfach schauen, dass ihr nicht mehr als 3 Spieler von der gleichen Nationalität verwendet. Wir haben jetzt hier zum Beispiel 3 Italiener. Wenn wir noch einen 4. reingepackt hätten, hätte das nicht mehr funktioniert. Und man braucht auch nicht so viele Goldspieler eigentlich. Man kann auch hier Silberspieler verwenden. Und dann würde ich sagen, warte mal, vielleicht schauen wir einfach nochmal. Vielleicht haben wir noch einen Silberspieler aus Frankreich hier in unseren Reihen aus der Serie A. Oder vielleicht gibt es da ja einen. Damit ich euch hier keine falsche Mannschaft zeige, die nicht funktioniert. Schauen wir, ob wir vielleicht einen Goldspieler, Innenverteidiger, genau den De Maio hatte ich, glaube ich, da drin. So sieht es nämlich aus. Nehme ich den De Maio rein und pack den da hier hin. Und dann haben wir auch die 100 Chemie. Das heißt, ihr könnt die Mannschaft so, wie sie hier ist, nachbauen und die funktioniert auf jeden Fall. Und dann schicken wir die Mannschaft direkt mal weg. Dafür gibt es leider nur ein 2 seltene Goldspieler-Set. Wo 2 seltene Goldspieler natürlich nur drin sind und 2000 Münzen, also nicht allzu gut. Dafür bekommen wir in der letzten Challenge nochmal ein Premium-Goldspieler-Set, also bekommen hier wieder jede Menge Goldspieler zurück. Vielleicht auch die, die wir verkauft haben, wir brauchen hier, oder die wir verschickt haben, wir brauchen hier genau 10 Nationalitäten, Spielerqualität genau Gold, 100 Chemie und 11 Spieler im Team. Ich habe jetzt hier eine Mannschaft gebaut aus der Super League mit den verschiedenen Nationen. Wir haben hier 2 Türken drin, das ist die einzige Nation, die wir doppelt haben. Mit Erkin, den ich gerade gekauft habe für 450. Und den rechten Mittelfeldspieler hier, das ist der Volkan Sen. Und hier habe ich auf jeden Fall wieder den Loyalitätsbonus, das sage ich direkt wieder dazu. Hier braucht man auch 100 Chemie, das heißt, ein Spieler muss auf jeden Fall 10 Chemie haben. Das könntet ihr eventuell auch erreichen, wenn ihr 3 Spieler von dem gleichen Verein in eine Reihe packt. Hier zum Beispiel noch einen Stürmer hin von Galatasaray und dann müsste Bruma auf jeden Fall auf 10 Chemie kommen, wenn ich mich jetzt hier nicht täusche. Also wenn ihr keine Loyalität habt auf Bruma und packt hier einen Stürmer von Galatasaray hin, der ja nicht aus den anderen Nationen kommt, dann funktioniert das, denke ich, auch. Und müsst natürlich auch schauen, ich habe jetzt hier einen ZOM und einen ZDM im Mittelfeld, dass das dann hinhaut mit der Chemie. Vielleicht müsst ihr die dann positionsumwandeln, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall hat es bei mir jetzt so funktioniert mit Loyalität natürlich. Und deswegen schicke ich die Mannschaft einfach mal weg und dann haben wir relativ schnell diese Challenge komplett abgeschlossen. War eigentlich nicht so schwer, ging relativ flott, wir bekommen 5000 Münzen und noch ein Premium-Goldspieler-Set, also wir haben jetzt jede Menge Sets zu öffnen
Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch ein kleines Pack-Opening am Schluss. Wir haben ja einige gute Karten. Schauen wir einfach mal ins Team der Woche. Wir haben hier als Goldspieler Donnarumma im Angebot, den guten Linksverteidiger von Benfica. Wir haben Kante natürlich, Nzonzi, Shaqiri, Mané und natürlich Eden Hazard, die richtig gut sind. Und auf der Ersatzbank bzw. in der Reserve haben wir dann auch noch Orellana, Bentaleb und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, öffnen wir einfach mal die ganzen Packs, die wir hier noch übrig haben, auch aus den letzten Challenges. Und das sind auch noch meine Foot Champions Preise dabei. Und deswegen hauen wir einfach mal auf die Tasten, öffnen das erste Pack, mal schauen, wer drin ist. Ein seltener Spieler auf jeden Fall, Çalhanoğlu, der leider kein Scream-Spieler mehr ist. Die Scream-Spieler waren ja nur bis gestern in den Sets. Aber wir bekommen hier wieder jede Menge Spieler, die wir dann demnächst wieder in Squad-Building-Challenges verwenden werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die irgendwann brauchen. Genauso wie die vielleicht hier auch verwendet werden könnten, aber die haben wir schon. Deswegen packe ich die einfach mal weg. Und wir öffnen das Mega-Set, ein 35k-Pack. Und ich hoffe einfach mal, dass wir einen richtig guten Spieler kriegen. Und wir haben Walkout wieder aus Spanien. Mal schauen, wer wird es sein? Das ist Sergio Busquets. Ah, nicht der Beste. Nicht der Beste, aber immerhin ein Walkout ist auf jeden Fall ziemlich gut. Mal schauen, wen wir hier sonst noch so im Set haben. Sanja, Busquets, den werde ich auf jeden Fall mal auf die Transferliste packen. Der ist noch, ja, so um die 15.000 wert. Ist, glaube ich, das günstigste Walkout, das es gibt hier in FIFA 17. Den stellen wir einfach mal drauf. Der geht mit Sicherheit weg. Die anderen speichere ich, glaube ich, im Verein. Was haben wir hier noch? Wanyama, Stefanenko und Marc Uth. Die stoße ich einfach mal ab. Und jetzt machen wir hier weiter mit dem 2 seltene Goldspieler Set. Den werden wir hier bekommen. Das ist Rico von Sevilla. Nicht das Beste, aber Van Aanholt ist ziemlich gut. Ist zwar nichts wert, aber der hat richtig gute Werte. Kann man, denke ich, auch mal in einer niedrig bewerteten Premier League Mannschaft verwenden. Und wir hoffen einfach mal, dass es so gut weitergeht. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ein Walkout gezogen und schauen wir einfach mal, was im nächsten Set ist. Das sieht nicht ganz so gut aus. Das ist Wilfried Boni von Stoke City. Was haben wir sonst noch so? Nyom, alles nichts wert, glaube ich. Aber nehmen wir natürlich trotzdem mit. Hoffen natürlich, dass wir noch einen Inform-Spieler bekommen. Das hier ist auf jeden Fall keiner. Das ist Kabay von Crystal Palace. Immerhin 81er, Philippe Melo noch im Set und einige Spieler aus verschiedenen Nationen, die wir, denke ich, auch in unseren Hybrid-Ligen verwenden können, die wir dann in den nächsten Videos irgendwann mal machen werden, auf jeden Fall. Nächstes Premium-Goldspieler-Set, hoffentlich jetzt mal eine gute Karte. Ja, das sieht auch nicht allzu gut aus. Das ist Sportiello. Cooler Name für einen Torwart. 82er, Utaka, Subotic und ja, nichts weiter. Die können wir abstoßen. Gehen wir dann mal direkt ins nächste Pack. Wir haben jetzt noch ein Premium-Goldspieler-Set, ein Jumbo-Premium-Goldspieler-Set. Die sind, denke ich, richtig gut. Und der Stern ist relativ groß. Mal schauen, wen wir hier bekommen. Das ist Isco. Ziemlich nice. 84er. Richtig gut. Guardado auch noch. Und Sigurdsson. Und Isco ist, glaube ich, auch noch 10.000 oder so wert. Schauen wir einfach mal nach. Ja, so um die 10.000 dürfte der weggehen. Stelle ich auch direkt mal drauf. Und es hat sich bisher eigentlich gelohnt. Wir haben Busquets, Isco und ja noch einige Spieler, die wir im Verein gespeichert haben. Mal schauen, was wir jetzt hier noch haben. Wir haben auf jeden Fall
das Jumbo Premium Goldspieler Set, wo 24 Spieler drin sind und 7 seltene. Das ist richtig krass. Und das Prime Goldspieler Set, wo 12 Spieler drin sind und 6 seltene. Deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal das Prime Goldspieler Set. Da sind 6 seltene Spieler drin. Und wer wird der Beste sein? Es ist wieder Sigurdsson, den wir gerade schon gezogen haben. Nicht so gut, aber wir nehmen es natürlich. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Sigurdsson, glaube ich nicht, dass der was wert ist, wenn wir den verkaufen. Ah, der scheint nicht wegzugehen für 700 Coins. Also stoße ich den mal ab. Und wir kommen zum letzten Set. 7 seltene Spieler. Hoffentlich ein guter. Ein Inform haben wir ja noch gar nicht gehabt. Oder natürlich ein Walkout. Wäre natürlich wieder richtig geil. Schauen wir einfach mal. Wer wird es sein? Der Stern ist ziemlich groß. Und das ist leider nur Pepe Reina von Neapel. 84er, der. Und wen haben wir sonst noch so? André Hahn war, denke ich, auch immer ein bisschen was wert. Schauen wir mal, der geht ungefähr noch für, ja, 1000, 1200, denn lohnt es sich eigentlich gar nicht zu verkaufen, genauso wie die anderen. Deswegen werde ich die, denke ich, alle im Verein speichern und die Duplikate schauen, ob da noch was dabei ist. Nee, stoßen wir ab. Und dann würde ich sagen, war es das für unser kleines Video zu den Squad Building Challenges plus dem kleinen Pack Opening. Immerhin ein Walkout und ein paar gute Spieler dabei. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich sehr, sehr freuen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Jules, haut rein.